Ich weiß gar nicht, ob die wunderbare Dame da ist, die sich dieses Training gewünscht hat. Aber wie gesagt, riesengroßes Thema und deswegen bin ich auch mega happy, dass die Nadine sich bereit erklärt hat, mit mir zusammen das Training zu machen, weil sie hat die aller frischesten Erfahrungen. Die hat bei mir ein 2-Monats-Coaching mitgemacht und ja, ich würde einfach mal kurz jetzt das Wort der Nadine geben und da erzählt sie mal, wo sie angefangen hat und was für Erkenntnisse du auf der Reise gewonnen hast. Fang irgendwo an, Nadine. Ja, also angefangen hat ja alles bei mir vor 3 Jahren mit ja, diversen Krankheiten, mit einer Ohnmacht, die dabei war. Und da war im Grunde dann schon nach dieser Ohnmacht von heute auf morgen das ganze Leben irgendwie anders. Also ich habe dann sehr viele körperliche Probleme gehabt, immer wieder das Gefühl, dass ich umkippe, Schmerzen im ganzen Körper. Und ja, war im Grunde fast ein Jahr aus dem Leben ja ganz rausgenommen. Also ich konnte meine Kinder nicht mehr versorgen, weder ja, diesen ganzen Haushalt, Familie, alles ging nicht mehr. Das jetzt mal so ganz abgespeckt, ne, diese Sache. Bin dann natürlich von Arzt zu Arzt gerannt. Ich war in verschiedenen zig Krankenhäusern, alles mögliche, Heilpraktiker, beim Schaman. Ich war zu besonderen, angeblich besonderen Massagen, beim Psychologen, und jedes Mal kam eine andere Diagnose. Und aber nichts hat mich weitergebracht. Also ich hing im Grunde 3 Jahre in diesem Zustand fest. Wobei ich sagen muss, dass so nach einem Jahr, wo ich in diesem Zustand war, immer schon so dieser Gedanke kam, irgendwas stimmt nicht. Also ja, es kann, ich dachte ja immer, es kann ja nicht sein, dass ich hier nicht, dass ich nichts besser habe, dass ich hier nicht wieder rauskomme, dass ich immer dieselben Symptome habe. Und ja, dann fing das an, dass ich mich irgendwie so ein bisschen auf die Suche gemacht habe. Bin dann ja über damals ach, Bruce Lipton und all solche Sachen gestolpert und habe das immer ja, mir angeguckt, gelesen, die auf YouTube auch alles Mögliche angeguckt und habe immer gedacht, okay, das bist irgendwie bis 100%, das bist du. Aber dadurch, dass ich immer wieder andere Diagnosen bekommen habe, ja, bin ich auch auf diesem Weg irgendwie immer geblieben, obwohl mir eigentlich jetzt im Nachhinein weiß ich, mein Inneres immer schon gesagt hat, hey, stopp, also das ist es nicht. Und genauso. Erzähl mal kurz, was für grausame Diagnosen hast du alles gehabt? Ja, ich hatte alles. Also ich hatte Borreliose, ich hatte Herpes mit Entzündungen im Kopf, das ganze Nervensystem ist befallen. Der Psychologe hat gesagt, ich atme falsch, ich hyperventiliere. Da muss ich mich damals zusammenreißen, übrigens, dass ich nicht lachen musste da laut, weil ich gedacht habe, was für ein Scheiß der mir erzählt, weil ich hyperventiliere nicht. Und der hat immer gesagt, doch, na, das machst du und das machst du unbewusst. Also das merkst du gar nicht. Also all solche Sachen wurden mir erzählt und im Grunde habe ich jedes Mal schon gesagt, das passt nicht, das stimmt nicht, aber ich habe halt trotzdem die Therapie immer gemacht. Weil ich immer gedacht habe, es muss ja irgendwas besser werden. Und du musst das machen und überall, wo mir jetzt jemand was erzählt hat, geh doch nochmal dahin und dahin und dahin. Ich habe das alles gemacht. Bis ich dann vor, ich glaube, 1,5 Jahren von jetzt gesagt habe, ich gehe nirgends dahin. Da habe ich ja im Grunde schon aufgehört, ja, irgendwo noch groß hinzulaufen. Ja, und hatte dann irgendwann, bin ich auch durch Zufall über YouTube bei Dr. Joe Dispenza gelandet, hatte mir dann
das eine Buch, dieses Werde übernatürlich, hatte ich durchgelesen. Bei jeder Seite habe ich gesagt, 100%, das bist du. Immer. Dann auch hier das Placebo, das ist ja im Grunde noch besser auf mich zugeschnitten. Ja, und dann bin ich ja irgendwann über Patricia gestolpert und da hing ich dann auch, da habe ich dann alles Mögliche gemacht, mir alle Videos angeguckt, alles nach meinem besten Gewissen irgendwie gemacht, aber ich bin halt immer wieder in meine alten Muster gefallen. Also und habe dann gemerkt, nee, irgendwie so, du kommst dann nicht raus. Also ich bin immer wieder zurückgefallen, immer wieder habe ich mir selber dann gesagt, das wird nichts, das wirkt nicht und habe dann auch viele Sachen einfach nicht mehr weitergemacht und das teilweise schon nach einer Woche, wo ich das, ja, wie ich mit dem Meditieren angefangen habe, habe ich nach einer Woche gedacht, klappt nicht. Klappt bei dir nicht. Und habe es dann gelassen. Ja, bis ich, möchte jetzt mal sagen, einen Mut zusammengenommen habe. ja, bis ich dann im Grunde ein bisschen näher mit Patricia in Kontakt gekommen bin und ich dann irgendwann doch gesagt habe, ich mache dieses Coaching. Ja. Und ja. Dann war es plötzlich irgendwie einfach, aber dann doch nicht. Ja, nee, genau. Aber da hatte ich ja so, ich glaube, nach dem zweiten Coaching dich auch gefragt und habe dann gesagt, so, ich habe immer so gedacht, das war jetzt alles. Also, das ist ja total einfach und eigentlich hast du das doch vorher auch schon gemacht. Also, ja, das hatte ich ja dann auch gefragt. Und dann habe ich dann aber auch schnell gemerkt, im Grunde glaube ich, nachdem ich es gefragt habe, in der Woche habe ich dann auch schon gemerkt, ja, okay, so einfach ist es. Aber was nicht. War denn alles? Was dachtest du erstmal, was ist das alles? Erzähl doch mal, die wissen ja alle nicht so, was alles wäre. Ja, dass ich halt angefangen habe, erstmal meine Gedanken so, was denke ich? Was erzähle ich mir den ganzen Tag? Was war noch? Ich wusste, was ich mir ja im Grunde erzähle. Und ich wusste auch, dass es eigentlich falsch ist. Aber ich konnte da am Anfang auch noch nicht, ich möchte jetzt mal sagen, durchgreifen. Und wie wir immer schon sagen, immer meinem was haben wir gesagt, den, der bei mir im Kopf sitzt, der uns nicht gefällt, ne? Ja, genau. dem im Grunde so in seine Schranken zu weisen, das habe ich halt nicht gemacht, sondern ich bin dann immer wieder gleich, also das Kartenhaus fiel einfach zusammen, von jetzt auf gleich. Und dann ging das Geratter im Kopf halt los. Was hast du wieder? Du bist krank, du bist nicht normal. Das, was ja dieses Thema, du bist nicht normal, was bei mir ja im Grunde ein großer Schlüssel war, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Dass ich nicht so gut bin, wie ich bin. Und das Geratter ging dann gleich los. Du hast irgendwas Neues, hast du wieder Entzündung. Ich fing ja irgendwann an, ich mag es kaum aussprechen, mit dem Hirntumor, wo ich dann eine schöne Nachricht von dir bekommen habe, Patricia. Ja, herrlich. Was man aber jetzt auch sieht, dass diese Einschläge wirklich sehr gering geworden sind. Ich möchte mal sagen, das habe ich so gar nicht mehr, dass ich mich da so in Rage selber bringe. Und auch Panik sogar, total. Und dann ging das halt los, ne? Also mit der Panik, dann kommen die Schmerzen, dann kam der Schwindel, Benommenheit, dann hatte ich wieder das Gefühl, du kannst gar nicht aus dem Haus rausgehen, du kannst nicht einkaufen, du kannst nichts mehr. So, und dann aber ich konnte das. Also wenn ich mich dann ja wieder geschiftet habe, konnte ich es ja wieder. Das war bei dir super interessant. Bei dir gingen ja die Shifts, die gingen ja so total schnell, oder? Du hast geschiftet, hast ein Ergebnis gehabt. Ja. Und hast dich riesig gefreut
Und hast dich dann irgendwann mal wieder zurückschiften lassen, sage ich mal, durch deine ganzen alten Muster und Paradigmen. Ja. Und hast direkt wieder andere Ergebnisse. Also bei dir war das wirklich wie auf Knopfdruck? Ja. Ja, ich habe ja im Grunde genommen dir Sprachnachrichten geschickt, dich Sachen gefragt, was bei mir jetzt im Grunde körperlich wieder abgeht. Und teilweise habe ich dann 20 Minuten oder eine halbe Stunde später dir meine Lösung gesagt. Und so schnell springt da das bei mir immer hin und her. Und dein Körper hat immer schön brav mit reagiert, gell? Aber richtig, ja, richtig. Mhm. Also in beide Richtungen? In beide Richtungen. Also es gab Tage, da konnte es mir vormittag richtig, richtig schlecht gehen. Da, mein ganzer Körper tat weh. Und dann, wenn ich dann im Grunde meine Energie wieder hochgeholt habe, konnte ich alles machen und alles war wieder normal, alles war weg. Und du konntest es erstmal gar nicht glauben, gell? Weil du wirklich erstmal das Vertrauen kriegen musstest, dass tatsächlich du das alles verursachst. Ja, ja. Und das ist bei mir auch so ein großer Knackpunkt gewesen, dass ich immer gedacht habe, da muss doch irgendwas Krankhaftes sein, was sowas auslöst im Körper. Also ich weiß, ich habe vorher auch immer gefragt, alle möglichen Leute, kann das sein, dass da wirklich nichts ist? Ich habe das immer schon geahnt, dass da eigentlich nichts ist, sondern dass das der Körper, dass ich das bin, dass ich das so gemacht habe. Und jetzt weiß ich das. Also ich merke es ja. Ja. Und das ist halt diese Denkmuster, die eben so wichtig waren, auch für dich aufzudecken und immer näher dran zu kommen und wirklich zu merken, was sage ich mir die ganze Zeit? Und das ist ja der helle Wahnsinn, wenn man da mal aufmerksam zuhört. Ja, ja. Ich habe mir eigentlich immer schon, also das ging ja sofort nach dem Aufwachen los. Also ich habe immer sehr gut geschlafen, was ich jetzt natürlich auch noch tue, aber ich habe auch damals in meiner schlimmen Zeit, möchte ich mal sagen, immer sehr gut geschlafen, auch schmerzfrei geschlafen. Ich bin nachts aufgewacht und hatte keine Schmerzen. Und dann bin ich aufgewacht und habe gleich im Grunde genommen diese krankhaften Gedanken gehabt und schon ging es los. Mhm. Also das habe ich sehr, sehr früh eigentlich gemerkt, aber irgendwie, glauben wollte ich es nicht. Ne? Also gemerkt habe ich das immer schon. Ja. Und auch, dass ich diese Gedanken hatte immer, dass du bist krank, dass ich immer auf der Suche war. Im Grunde genommen habe ich ja immer schon drum gebettelt, sag mir eine Krankheit, ne? Weil überall, wo ich hingerannt bin, jeder erzählt dir irgendwas anderes. Und das war auch, glaube ich, für dich ein ganz wichtiger Entschluss zu sagen, ich rede mit niemandem mehr über meine Krankheit. Ja, das war ja auch ziemlich am Anfang, ne? Dass wir dann gesagt haben, so Schluss und du redest jetzt mit keinem mehr darüber. Und das hatte ich ja dann auch wirklich von Knall auf Fall gemacht. Also ich habe mit keinem über meine Krankheit gesprochen, weder mit meinem Mann noch sonst irgendwas. Und wenn mich jemand ja gefragt hat, wie geht's dir, habe ich immer gesagt, mir geht's gut und ich bin auf einem guten Weg oder irgendwie so habe ich gesagt und dann habe ich das Thema wieder umgelenkt, weil ich konnte auch schlecht darüber reden und heute Abend merke ich, dass ich wirklich gut darüber reden kann, ohne dass das kommt. Genau, und das ist der Moment, wenn du weißt, dass du diese Persönlichkeit verlassen hast, die du warst. Ja, ja. Dass du quasi wie über eine andere Person redest, sozusagen. Ja. Und das ist eigentlich der größte Beweis, wenn du da hinkommst und einfach sagst, klar, tut mir nichts mehr, weil du dich nicht mehr verbindest mit dieser Persönlichkeit, mit dieser Vorstellung, die du warst. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, oder? Und jetzt um die Frage auch mal klar zu beantworten aus deiner Sicht, was hindert einen daran, vollkommen gesund zu werden? Also
Eigentlich die falschen Überzeugungen. Bei mir ja definitiv immer dieses, du bist nicht gut genug. Dieses irgendwas ist falsch mit dir. Irgendwas ist falsch mit dir. Und dann immer diesen inneren Stimmen zu folgen und immer zu sagen, ja, du bist nicht richtig, du bist nicht richtig, und gehst da immer weiter mit. Und da wirklich diesen Cut zu machen, war eigentlich das Schwerste. Da immer wieder zu sagen, am Anfang, also ich möchte mal sagen, konnte ich jede paar Minuten sagen, so stopp, reicht, du erzählst mir Quatsch. Das jetzt mittlerweile ist das wirklich, kommt es mal, aber nicht, also wesentlich weniger. Das ist dann wenn überhaupt einmal am Tag, ich glaube heute habe ich das gar nicht gehabt, dass ich mir gesagt habe, du bist nicht normal oder du hast irgendwas anderes oder Neues. Und das war am Anfang ständig. Und das ist wirklich, wirklich Arbeit. Und da, wo man wieder dabei ist, so, das soll alles sein, ist ja ganz einfach. Nee, das ist es halt nicht. Also es ist schon Arbeit und man muss einfach rigoros dabei bleiben. Genau. Und das Wichtige ist halt auch, dass man, wie ich halt immer so schön sage, diesen Verstand mit ins Boot nimmt und dass man für sich halt wirklich Erklärungen hat, oder für den Verstand zumindest Erklärungen hat, was da eigentlich so abgeht. Weil sonst geht der Verstand halt immer wieder in dieses Autoprogramm los, weil er nichts Besseres weiß. Oder es geht tatsächlich darum, was ich auch immer sage, du musst etwas Besseres wissen als den Blödsinn. Du kannst nur den Blödsinn ausstellen sozusagen und dann, das kommt nicht mehr, sondern du musst wirklich was Besseres wissen, was Wahres wissen. Ja, das genau. Ist auch wichtig. Ich hatte ja nun auch vor 2 Wochen wirklich nochmal dieses, das war so, was ich mir im Grunde genommen ganz weit unten erzählt habe, dachte ich dir doch in dem einen Coaching, wie ich mit dem Hund dann losgegangen bin, wo ich dann gedacht habe, okay, was. Also das habe ich aber wirklich erst gemerkt, als ich schon im Grunde mit dem Hund ein ganzes Stück gegangen bin, dass ich wirklich gedacht habe, was denken die Nachbarn? Guck mal, jetzt war sie so krank, die war komplett fertig, die Frau, die hat 3 Kinder, jetzt hat die einen Hund. Und dass ich sowas wirklich gedacht habe, und ich weiß, ich war selber über mich so erschrocken, dass ich sowas denke, und sowas hätte ich aber vorher nie gehört, weil das waren wirklich, wie du ja immer so sagst, diese Zwiebelschälen. Also es kommt halt immer mehr so an die Oberfläche. Und das merkte ich, diese Sache war so eine ganz tiefe Sache, die habe ich so ganz, im Grunde ganz leise gehört, gedacht. Und dann habe ich es aber auch gemerkt, halt, dass ich das gedacht habe. Und ja, ist eigentlich erschreckend, was man über sich selber denkt, ne? Und was man, vor allem, wenn man denkt, was die anderen denken, ohne überhaupt jemals gefragt zu haben, was sie denken. Ja, genau. Ja, gut, das habe ich ja öfters, ne? Dass ich dann irgendwann merke, okay, das hast du jetzt dir erzählt, was die anderen denken, aber das muss ja gar nicht so sein. Und damit fahre ich ja nun wirklich dann sehr gut, ne? Und das habe ich auch so, als ich das aufgedeckt habe, mit diesem, allein jetzt dieser Spaziergang da mit dem Hund, das habe ich danach nicht wieder gehabt. Also, weil da war für mich klar, nee, eigentlich ist es toll, was du machst. Ne? Also, Einfach die Perspektive zurechtgerückt, sozusagen, oder? Die Perspektive zurechtgerückt und auch eben auch zu wissen, dass man tatsächlich der Schöpfer von allem ist mit seinen Gedanken. Ja, und da ist ja einiges bei mir passiert. Also Und die halt dann auch mal wirklich hochzuholen und ehrlich zu sich selber zu sein und keine Angst vor diesen Gedanken zu haben, die ja eigentlich nicht schön sind. Die sind ja ziemlich hässlich. Ja, aber dieses das ist im Grunde genommen das, was ich am Anfang auch immer nicht so verstanden habe. Dieses sich das anschauen oder sich dem bewusst werden, aber nicht bewerten.
Und da hatte ich immer so auch meine Schwierigkeiten mit, ne? Dass ich gerade, wenn es natürlich mit Schmerzen zusammenhängt, wenn du weißt teilweise nicht, wohin mit deinen Schmerzen, habe ich mich immer gefragt, wie soll ich es nicht bewerten? Ja, aber ich habe es im Grunde genommen immer ja gleich damit bewertet, dass ich, du bist nicht normal, du bist nicht gut, woher kommt es, du hast die Schmerzen, da muss was sein. So. Und da ging es schon los. Und dadurch, dass ich das nicht mehr mache, sondern ich sage, okay, vorgestern oder wann das war, wo dann wieder die Beine so ein bisschen wehtaten, wo ich sage, ja, okay, jetzt tun mir die Beine weh, aber na, es ist alles gut und dann geht das auch. Und das ist, muss ich auch sagen, bei dir halt wirklich ganz, ganz speziell gewesen, weil diese Reaktion auf deine Gedanken, die war also sofort, immer, ja. Sofort. Ja, immer. Und dann kann man sich auch vorstellen, wenn du diese 3 Jahre in diese Sofortwirkung hattest. Ja, ja. Dass du genau. Quasi unter Dauerbeschuss ja, deiner, auf jeden Fall. So mal blöd gesagt, aber deiner selbstzerstörerischen Gedanken standest. Ja, ja. Und es ist also an einem Beispiel, dass ich immer so Schwierigkeiten hatte, an der Kasse zu stehen und da zu warten. Und mein Verstand, der hat mir immer gesagt, Nadine, das ist totaler Humbug, weil du stehst ja auch in der Küche und machst das Essen oder du stehst, was weiß ich, vorm Spiegel oder was und da kannst du auch stehen. Warum sollst du jetzt nur an der Kasse nicht stehen können? Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass wenn ich da an der Kasse stehe, dass ich wirklich ja, so Gedanken und auch Bilder dazu im Kopf habe, wie ich, im Grunde genommen ich umkippe. So, und schon, habe mich an die Kasse gestellt und hatte diese Gedanken, Bilder im Kopf und schon kam die Reaktion, jedes Mal. Und ja. Das hat halt auch ja, geändert, indem ich meinen Fokus auf andere Sachen gerichtet habe. Jetzt ist das so, dass ich stelle mich halt einfach an die Kasse an. Und das ist halt genau das, was so wahnsinnig schwierig ist, zu durchbrechen. Ja. Diese Muster zu durchbrechen, ja. Die man jahrelang, keine Ahnung, wie oft du an der Kasse standst, ja. Immer in der Woche, oder? Wo ja. Du dich hinpeitschen musstest. Diese Gewohnheit. Ja. Und ja, das war schon so schlimm, dass ich im Grunde in den Laden schon gegangen bin und ich habe schon geguckt, stehen viele an der Kasse oder nicht. Und da ging es ja im Grunde schon los. Ne? So. Und, ja, es ging ja da ja. Schon los, dass du gesagt hast, oh mein Gott, jetzt muss ich wieder einkaufen gehen. Ja, genau. Ja, ja. Ja. Und das sind halt so Sachen, sich das zu bewusst zu machen, das ist so ein essentieller Schlüssel. Total. Wirklich, was denke ich den ganzen lieben langen Tag? Genau, genau. Und was ja. Natürlich halt auch noch ganz, ganz wichtig war, eben auch zu verstehen, wo dieses Zeug herkommt zum Teil, oder? Weil ja. Das beruhigt einen dann auch. Ja. Dass man versteht, wie, wo man das vielleicht oder wie, auf welche Art und Weise man solche Dinge aufsammelt. Ja, und das war ja auch so bei mir so lustig, dass ich ja immer, ich hatte immer gedacht, ich muss irgendwas finden. Also ich habe immer bei mir so rumgekramt und habe immer gedacht, okay, wo ist irgendwas, was das jetzt ausgelöst hat, also warum ich nicht gut genug bin. Ich habe immer gedacht, ich muss irgendwie was suchen. Und das musste ich halt gar nicht. Irgendwann habe ich das anscheinend dann aufgegeben und dann kamen ja die Sachen wirklich zu mir. Während des Coachings, wo ich auf einmal sagte, oh, also ja, da ist eine Sache oder gut, du hast mich natürlich auch immer mal so einen kleinen Schubs dann gegeben, guck mal in die Richtung oder was könnte das sein, woher könnte es kommen und teilweise war das ja, oder einmal war das ja so, dass ich wirklich nachts aufgewacht bin und mal da eine Sache hochploppte, wo ich denke, boah, hast du Jahrzehnte nicht mehr drüber nachgedacht und heute ploppt es hoch. Und das jetzt. Also ich möchte jetzt mal sagen, wir haben darüber geredet, wir haben das irgendwie aufgelöst und
jetzt bin ich fein damit, ne? Ja, genau. Es geht tatsächlich darum, fein mit diesen Sachen zu werden. Und ein großes Ding war natürlich auch noch deine Großmuttergeschichte, oder? Ja. Das kann man, ja, das hört sich immer so blöd an, aber das sind halt so Traumata, die eigentlich nach nichts aussehen. Von außen her, oder? Dass das, die sehen irgendwie unangenehm aus. Aber wo man halt einfach wissen muss, dass so eine kindliche Seele Energie lesen kann, schon ganz klar energetische Informationen aufnimmt, aber nicht damit umgehen kann. Ja. Und diese energetischen Informationen bleiben uns erhalten und machen uns irgendwas denken. Ja. Rückschlüsse ziehen. Und da ist es eben manchmal wirklich sehr hilfreich, wenn man mit seinem erwachsenen Kopf plötzlich erkennen kann, dass diese Rückschlüsse einen zwar schützen wollten, aber dennoch zu mittelalterlichen Verhaltensweisen einen getrieben haben, sozusagen, oder? Also, wo man einfach Verständnis kriegen muss mit einer erwachsenen Perspektive. Das hilft auch sehr viel. Ja. Ja. Und das sind halt so Schichten, Schichten, Schichten. Und ich würde halt mal sagen, wieso kommt man da nicht selber hin, Nadine? Also erstmal ist es so, also bei mir auf jeden definitiv so, ich hätte das schon wieder aufgegeben, glaube ich. Hättest du mir nicht immer gesagt, doch, also ist so und guck noch mal da. Und ich möchte jetzt mal sagen, einfach so jemanden, der einen diese gerade am Anfang dieses, es war ja wirklich holprig. Also ich möchte jetzt mal sagen, diese 8 Wochen davon waren doch bestimmt die ersten 4, 5 Wochen waren wirklich sehr, sehr holprig bei mir. Jetzt läuft's und jetzt habe ich Erfolgserlebnis und dann nächsten Tag habe ich da wieder eine Nachricht rausgeschmettert, glaube ich. Ging wieder gar nicht. Himmelhoch jauchzen, zu Tode betrübt. Ne? So war das wirklich. Und ich glaube, auch wichtig, oder? Dass man sich da nicht verurteilt und sagt, es klappt eben doch nicht. Ja, und das habe ich mir halt auch immer gesagt. Ich habe immer gesagt, Mann, ich habe dann in diesen Momenten ganz oft mir irgendwie ein Testimonial angeguckt und habe gesagt, boah, also warum soll ich es nicht auch können? So, und immer wieder habe ich mir natürlich dann auch dieses hervorgeholt, dass ich gesagt habe, du bist so viel durch, es kann nur noch an dir selber liegen. Und ich habe es ja im Grunde genommen, ich habe das ja auch gespürt, dass es an mir selber liegt. Aber diesen Plappermaul bei mir, den damit ins Boot zu kriegen, das war diese holprige Phase. Und da muss ich jetzt natürlich auch immer noch wieder aufpassen. Ne? Ja, aber ich meine, das sind ja so wahnsinnige Geschichten, das wollte ich auch nochmal kurz ansprechen, oder? Was eben diese Voodoo-Verfluchungen bei dir kamen, die von dieser Heilpraktikerin, oder? Das sind natürlich auch Sachen, die haben total Power. Ja, das mir gesagt, also mir wurde halt immer gesagt, das Nervensystem ist meine Schwachstelle. Und das habe ich halt abgespeichert. Ne? Und da ist natürlich auch wieder, was sich ja wieder in dies einreiht, du bist nicht gut genug oder ne? Irgendwas ist mit dir nicht normal. Wenn dir jemand sagt immer, das ist deine Schwachstelle, da geht das immer alles rauf. Das habe ich halt eingespeichert gehabt. Ne? Und so sind halt viele Diagnosen und solche Geschichten, oder? Die sitzen dann echt so wie ein Fact, oder? Obwohl, wenn man das mal halt wirklich betrachtet, du gehst zu irgendeinem Arzt oder Heilpraktiker und du hast was und der gibt dir halt eine Antwort. Ja. Also ich komme aus der Marktforschung, oder wir haben Kundenbefragungen gemacht, immer für Banken. Du kriegst von jedem eine Antwort. Genau. Wenn du mit einer Frage zu jemandem hingehst, kriegst du immer eine Antwort. Ja.
Ja. Also von jedem irgendwas anderes. Also im Grunde genommen, wenn ich jetzt auf jeden vom Osteopathen angefangen, über, ach Gott, alles Mögliche, wenn ich, also ja, wenn das wirklich alles stimmen würde, dann würde ich hier irgendwie nicht mehr sitzen, glaube ich. Dann wäre ich komplett kaputt, ne? Ja, Und ich sage immer, ein Tier würde man erschließen. ja. Oder Und ich habe ja, einschläfern mit genau, und diesem ich habe ja auch, ich hab ja auch gemerkt, im Grunde, dass es das nicht war, ne? Also alleine diese Borreliose, da habe ich dann 3 Wochen lang intravenös so ein ganz hochdosiertes Antibiotikum bekommen. Es hat nichts gebracht. Also ja, und wenn ich das alleine diese Gänge da immer jeden Tag so zum Arzt hin und sich diese Infusion halt setzen lassen, alleine das, was das so mit einem gemacht hat, ne? Und ich habe im Grunde genommen nach, es war so ein Strohhalm, nach dem ich ja auch gegriffen habe. Ich habe ja immer nach irgendwas greifen wollen. Aber auch da habe ich ganz schnell gewusst, du ziehst das jetzt durch, aber es wird dir keine Besserung bringen. ja, aber Ja. es war auch für dich ganz, ganz wichtig zu erkennen, dass du im Prinzip immer recht hattest mit dem, was du selber Ja. gewusst hast. Ja. Ja, Und ja. aber dann dir mehr zu glauben, wie einer sogenannten oder einem sogenannten Spezialist, Ja. das ist auch nochmal eine Überwindung, weil wir haben alle das Wissen, was gut und richtig für uns ist, in Genau. uns. Genau. Ja. Und das, was ich damals, bevor ich jetzt dieses bevor ich auf Dr. Joseph Spencer und auch mit dir jetzt das Coaching gemacht habe, ich bin ja eine ganze Zeit lang auch kein Auto gefahren, weil ich ja immer so einen Schwindel hatte. Und im Grunde genommen auch nicht einkaufen gegangen und so ging halt alles gar nicht. Und im Grunde hab ich damals das alles, was ich erreicht habe, bis zu diesem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, jetzt bei dir das Coaching zu machen, habe ich nur erreicht durch meinen Willen, also durch mich, durch keine Medizin, durch gar nichts. Also ich habe mir das Autofahren wieder geholt, ich habe mir das Einkaufen wieder geholt, was alles am Anfang wirklich nicht schön war. Aber durch immer wieder machen, habe ich mir das halt alles wieder geholt. Im Grunde genommen, aber hätte ich das gewusst, hätte ich es einfacher gehabt, ne? Also ich habe das nur durch meinen eigenen Druck, den ich mir gemacht habe, habe ich mir das wiedergeholt. Und ich Aber du hätte es. hast dann aber auch alles abgegeben. Ja. Sozusagen durch deine eigene Angst und Panik und aber Ja. nicht durch dein eigenes Wissen, sondern weil man dir halt gesagt hat, das ging nicht und so geht's nicht und das wäre Ja. gefährlich. Ja. Und man muss Ja, ja auch ja. ganz ehrlich sagen, im Prinzip hattest du ja nur einmal einen Schwindel. Ja, also diese eine Ohnmacht oder das Bewusstsein verlieren, ne? Das, was ich ja jetzt auch herausgefunden habe. Einmalig, genau, es war einmal und danach, ja, es war Bist wirklich einfach so. keine Ahnung, den Tunnel Ich runtergeritten. habe einmal den Knall bekommen, ja, und ich habe witzigerweise damals schon gesagt, ich habe das Gefühl, durch diese Bewusstlosigkeit sind alle Schotteneimer aufgegangen und dadurch ist alles durcheinander gekommen. Das habe ich damals schon gesagt, weil ich war davor komplett gesund. Ich stand, ja, ich hatte das Gefühl, ich stehe mitten im Leben. Klar, ich weiß jetzt, dass es so nicht war, ne? Also klar, dass ich da meine Überzeugung über mich selber schon hatte und dass mich das dahin gebracht hat. Aber das war schon, ja, es war diese eine, im Grunde genommen diese eine Bewusstlosigkeit, die ich hatte. Ja, das war der Anfang Genau, ja. von dem Dominospiel. Genau, und dann kam eins zum anderen und dann ging es halt richtig los, ne? Ja, bis. Aber jetzt im Nachhinein, um das kurz zum Abschluss zu bringen, damit wir noch vielleicht Fragen beantworten Genau. können, im Nachhinein siehst du den größeren Sinn darin. Vielleicht magst du das mit dieser Bewusstlosigkeit nochmal schnell erklären. Ich habe jetzt deine Frage eben nicht gehört, da war die Verbindung wieder nicht so gut. Ich habe gesagt, um das zum Abschluss zu bringen, hast du ja jetzt den größeren Sinn hinter dieser ganzen Geschichte erkannt.
Und vielleicht magst du noch kurz diese Erkenntnis mit der Bewusstlosigkeit erklären, weil das finde ich eine ziemlich wichtige Erkenntnis auch noch für dich. Ja. Ich hatte ja immer gesagt, am Anfang habe ich ja immer gesagt, ich bin ohnmächtig geworden. Das meinst du, ne? Ja, genau. Und das war ja erst letzte Woche, dass auf einmal mir der Gedanke kam, dass ich gedacht habe, okay, also du bist gar nicht also ohnmächtig geworden, sondern ich habe immer gesagt Ohnmacht, sondern ich bin bewusstlos geworden. Und dieses bewusstlose Werden ist halt vorher schon passiert. Ich bin die ganzen Jahre vorher schon unbewusst durch die Gegend gelaufen, bis ich dann einmal bewusstlos geworden bin, auch körperlich. Und danach war es halt nicht mehr so wie vorher. Genau. Und dann hast du die Chance ergriffen, dein Bewusstsein zurückzuholen. Und zwar dein ganz klares Bewusstsein. Und bist jetzt eigentlich ziemlich happy über die Entwicklung. Absolut, ja. Ja. Mhm. Und das finde ich auch immer ganz wichtig, dass wir wissen, wir werden eigentlich nicht gestraft, sondern wir werden wohin geschubst. Ja. Und das war ja auch so ein Manko bei mir, dass ich immer gedacht habe, warum nicht? Was hast du der Welt getan, dass du hier so bestraft wirst? Aber das habe ich halt auch total falsch gesehen. Ne? Also ich musste da anscheinend erstmal hinkommen, um diesen Weg halt auch zu gehen. Genau. Ja. Jetzt ist es halt so, dass du nichts der Welt getan hast, sondern dass du der Welt etwas geben darfst. Und genau diese Erfahrung und diese Klarheit und du hast ja natürlich dadurch, dass du für dich Klarheit gewonnen hast, hast du ja für andere auch plötzlich diesen klaren Blick, oder? Wie zum Beispiel für deine Freundin, wo du eben jetzt deine Gabe, eben diese Klarheit zu haben und eigentlich auch ein wahnsinniges Wissen zu haben, das du aber fehlinterpretiert hast. Ja. Das war ja auch das Blöde, oder? Du hast eigentlich ein riesengroßes Wissen, also ein inneres Wissen immer schon gehabt, aber du hast nicht glauben können, dass das mehr weiß wie dein äußeres Wissen sozusagen. Genau. Ja, das stimmt. Und jetzt will ich vielleicht noch kurz eröffnen zum Fragen stellen. Habt ihr Fragen an die Nadine? Ihr könnt entweder euer Mikro wieder einstellen und das raussprechen oder halt in den Chat tippeln. Wir warten mal ein bisschen, ob da was kommt. Ich hatte sehr viel erzählt. Ja. Habt ihr nicht noch irgendwelche Fragen? Also wir warten jetzt, wenn einer anfängt zu tippeln, dass wir das sehen. Sind da schon noch ein paar da? Ah, gut, er hat sich eingestellt. Genau, hallo Nadine. Hallo. Ich habe eine Frage, machst du denn jetzt eigentlich noch regelmäßige Meditationen, die dir jetzt dabei helfen? Oder hat dir jetzt eigentlich alleine Coaching geholfen? Hast du gar keine Meditation mehr nach Jodie Spencer? Also ich meditiere. Wobei ich wegen Zeitmangel natürlich öfters kürzere Meditationen mache und also von Dr. Jodie Spencer, wie heißt sie denn irgendwie für Frauen irgendwie auf Englisch mache ich die auf jeden Fall. Wie heißen die nochmal? Weiß ich auch nicht. Irgendwie pull your love inwards oder Liebe. Ja, Liebe, genau. Bring deine Liebe nach innen. Ja, die ist wunderschön. Die geht, ich glaube, 20 Minuten lang. Und das ist wirklich eine schöne Zeit, die man gerade mit Kindern und so wirklich mal 20 Minuten kriegst du immer ganz gut hin. Und zwischendurch mache ich dann aber auch immer, wenn es dann mal passt, diese Segnung der Energiezentren, und das finde ich wirklich, das bringt bei mir unheimlich viel. Das merke ich immer wieder, wie ich da kriege ich mich richtig
hochgepusht. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es gibt dann auch mal einen Tag, so wie heute, habe ich nicht meditiert. Aber wir haben ja auch so eine kleine Übung gemacht, oder? Mit dem ins Herz gehen, wo es ja schon. Das mache ich ganz viel. Das mache ich jetzt immer ganz viel, das merke ich immer, auch wenn ich mich mit anderen unterhalte. Heute waren wir beim Tierarzt gewesen, dass wenn ich mich mit der unterhalte, ich immer schon, also ich merke das schon teilweise gar nicht mehr, ich immer meine Hand aufs Herz lege. Ne? Ja. Im Sinne so, ich bin bei mir, ich bleibe bei mir, weil die Nadine ist eben auch so super feinfühlig und muss wahnsinnig aufpassen, dass sie da mit ihren Energiefühlern nicht in andere Leute reinpult und dann das quasi sofort zu sich zieht. Genau. Und das habe ich ja auch immer sehr viel geübt, ne? Dass ich wirklich bei mir bleibe und nicht alles um mich herum aufnehme, sondern wirklich bei mir bleibe. Und das bringt auch richtig viel. Und was ich bei mir auch immer wieder sagen kann, ist wirklich, egal was ich hier zu Hause mache, ob ich Haushalt mache, ob ich Auto fahre oder sonst was, wirklich, was mir wirklich gut tut, ist Musik hören und mitsingen und einfach da richtig, richtig schön Gefühl reinbringen. Das bringt mir unheimlich viel. Ja, das war auch, glaube ich, so ein Ding vom Anfang, oder? Wo du dann gesagt hast, wow, so einfach. Genau, wo die Kinder so, Genau, deine Kinder hatten erst mal gedacht, so, oh, mit der Mama ist irgendwas gar nicht mehr gut. Ja, genau. Ja. Bis sie dann halt auch mitgemacht haben, gell? Das war ja auch so. Ja, genau. Die ziehen mittlerweile mit. Die Sandra hat, glaube ich, auch noch eine Frage, weil die hat ihr Mikro ausgestellt. Sandra. Ja, hallo Nadine. Hört ihr hallo. Mich? Ja. Ja, ich sehe jetzt sie gerade nicht, aber das wegen meinem Handy, ne? Muss ich mal. Ah ja, jetzt sehe ich dich. Okay. Ja. Du hörst mich auch. Ja. Ja. Hast du noch irgendwelche Symptome? Du hast ja vorhin irgendwo noch was von Beinschmerzen gesagt, hast du die ab und zu, aber das kannst du dann ganz gut abstellen. Also ich habe das immer, ich habe das immer mal, ne? Also je nachdem, ich sag mal, ich möchte jetzt mal sagen, in was für einer Energie ich mich befinde. Also ich merke, wenn ich wirklich niedrige Energie habe und ich meine, die Gedanken wieder so hochkommen lasse, dass dann auch Symptome hochkommen, dass ich dann Druck im Kopf kriege, dass ich dann auch so ein Benommenheitsgefühl bekomme. Und das kriege ich dann aber wieder umgeschiftet. Mhm. Also es ist manchmal noch leicht da, aber nicht zu vergleichen mit dem Anfang. Mhm. Super. Ja. Ganz toll. Ja, ist es wirklich. Das ist wie ein neues Leben, ne? Absolut, ja. Vor allen Dingen, bis man das erstmal realisiert, dass das gar nicht mehr da ist. Das merkt man ja auch nicht sofort, ne? Mhm. Man hat so, oh, jetzt hast du keinen Schwindel oder jetzt ist dir nicht komisch oder du hast keine Übelkeit. Und ich hatte halt das ganz breite Programm gehabt. Und irgendwann merkst du, oh, guck mal, jetzt war dir ganz lange schon gar nicht mehr übel. Und das ist wirklich schön, das zu sehen. Ganz tolle Leistung. Auch am Anfang sagen, gell, da warst du super skeptisch. Ja. Das war auch ein bisschen ein Problem, dass du shiften musstest, dass du das nicht gesucht hast. Ja. Ja, ja. Und das hatte ich ja auch erzählt, dass ich das ja jetzt auch merke, ne? Wie an diesem Elternabend, wo ich dann da gesessen habe und alles toll war. Und du dann da, also ich sitze dann da und habe auch gedacht, okay, jetzt. Du hast gar nichts. Und das ist, dann horcht man, da habe ich so in mich reingehorcht. Und dann merke ich aber, wenn ich dann in mich reinhorche und sage, oh, da ist ja gar nichts, warum ist denn da nichts, dass ich dann im Grunde schon wieder so leicht kippe. Und aber das merke ich halt jetzt, ne? Ich lasse es halt nicht mehr kippen, sondern setze dann den Fokus und sage, nee, ist ja auch alles gut so, ist ja auch das, was du wolltest. Ne? Aber es ist schon auch schwer nach so einer langen Zeit. Wollte ich dazu nochmal sagen, man identifiziert sich ja schon mit diesen Schmerzen, mit diesem Zustand. Also das ist ja dieses mit diesem Placebo, dass man dann, dass ich mich auch mal gefragt habe, was machst du denn, wenn du die Schmerzen nicht mehr hast?
Naja, also, das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Ja, wer bist du denn? Was machst du denn dann? Und ich habe immer am Anfang, ich habe immer gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe gesagt, ich bin Mutter, ich mache irgendwie mein Leben weiter, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und ich wusste es auch wirklich nicht. Ja, das war auch ganz, ganz wichtig, diese Perspektive zu kriegen und dann eben, nachdem dieser ganze Müll weg war sozusagen, konntest du nämlich plötzlich erkennen, was du eigentlich schon immer gerne getan hättest, oder? Das war ja auch so eine Geschichte, wo du quasi in deinen Beruf, in deinen Job, wo du sehr erfolgreich auch geworden bist, quasi rein gewachsen bist, obwohl du da gar nie reinwachsen wolltest. Ja. Genau. Und das muss man halt auch erkennen, dass es halt oft, das behaupte ich jetzt einfach mal so, dass es halt echt oft Leute trifft, die etwas erkennen müssen, die eben ein Bewusstsein, die auf den Weg geschickt werden, ein Bewusstsein zu entwickeln, um hinterher mit diesem neuen Bewusstsein dazu beizutragen, dass wir insgesamt unsere ganze kollektives Bewusstsein shiften. Ja. Und das wird mir immer mehr bewusst, je mehr ich Coachings mache, je mehr ich mit Leuten zusammenarbeite, ist da wirklich diese Intention ganz tief gespeichert, einen Beitrag zu leisten zu dem Bewusstseinsshift im Außen, dass es eben nicht sein kann, dass Ärzte so Todesurteile verkünden sozusagen und Leute quasi, anstatt sie raus in die Eigenverantwortung zu coachen, in eine Abhängigkeit reincoachen. Ja. Natürlich nicht absichtlich, darf man auf gar keinen Fall sagen, oder? Sondern es ist einfach dieses System bei uns, das jetzt halt geschiftet werden darf und es halt Leute braucht, die sich dafür einsetzen. Martin? Ja. Und das ist einfach so, dass das, und dass alle, die hier sind und auch noch am Kämpfen sind, das ist meine ganz, ganz eigene Überzeugung, dass wir da nicht hingehen würden, wenn wir nicht diese Aufgabe packen oder übergeben kriegen würden, diese Sinnlosigkeit, ich meine, die Sinnlosigkeit in deinem Leiden, das macht eigentlich gar keinen Sinn. Nein. Aber wenn man tiefer schaut, macht es eben doch einen riesengroßen Sinn, weil die Nadine dadurch in ihre komplette Kraft gegangen ist, ihre ganzen Fähigkeiten, die sie hat, diese wirklich hellfühligen Fähigkeiten, erkannt haben, die ein Fluch waren, weil sie durch diese Hellfühligkeit sich eben ins Verderben gefühlt hat, aber sich gleichzeitig jetzt halt natürlich gelernt hat, wie sie sich da in die Freude fühlen kann und in die Freude für andere Leute. Und das hättest du nie rausgefunden. Nein. Und da muss ich sagen, da sind wir alle hier, die sagen, hey verdammt, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt einfach so krank bin. Und sich dann auf den Weg machen und sagen, okay, um was geht's denn eigentlich? Genau. Und es geht tatsächlich ums Bewusstsein. Ja, und eine Sache war ja, dass bei mir auch, dass ich ja immer so einen Druck hinterm Brustbein hatte und teilweise auch wie so ein Ploppen. Das war, als wenn so Luftblasen so hochsteigen, das hat sich manchmal so richtig entladen hinterm Brustbein. Und da bin ich ja auch, habe ich immer gesagt, irgendwas stimmt an meinem Herzen nicht. Und da haben sie alles untersucht, ist alles in Ordnung. Aber ich hatte das immer alles beklemmt. Und das ist ja jetzt auch weg, seitdem ich im Grunde mein Herz wieder geöffnet habe. Ne? Also es war schon das Herz irgendwo, aber es war, ich sag mal jetzt so, nichts Krankhaftes festzustellen. Es konnte mir ja keiner sagen, keiner konnte mir das sagen, was das ist. Aber naja, wenn du noch länger gegangen wärst, dann hätte schon irgendeiner was gesagt. Ja, genau. Ja. Also das muss man auch ganz klar wissen. Also, da habe ich hier noch Glück gehabt, genau. Ja, und das ist aber doch relativ einfach weggegangen, als wir angefangen haben, eben deine Energie
dass du die immer zurückzuholst bei dir und dass du wirklich ins Herz gegangen bist und eben in dieses Bewusstsein, das ja sozusagen im Herzen wohnt und dich damit verbunden hast, immer mehr. Ja. Anstatt mit dem Drama im Außen. Ja. Und das ist vielleicht jetzt auch die Antwort auf die Frage von der Julia, weil sie sagte, ja, du sagtest, man fängt sich die Schmerzen ein oder wie meinst du das? Also sie meint mich, beziehungsweise die Symptome, die fängt man sich ein. Ja, durch diese Überzeugungen eben, die du und die Bedeutung, die du den Schmerzen gibst, oder? Irgendwann mal hast du einen kleinen Schmerz oder eine kleine oder eine größere Geschichte, je nachdem, wie groß du sie machst, wie die Nadine da ihren Ohnmachtsanfall. Ja. Und was dann dein System daraus macht, weil es ja so programmiert ist und du solche Erfahrungen hast von anderen Leuten und auch Erfahrungen, die in deinem Körper gespeichert sind. Wir haben es auch herausgefunden, dass das vielfach von der Ahnenreihe kommt, diese riesengroße Panik, die du in dir hast und dann kommt etwas Kleines und dann wird diese Panik sozusagen getriggert und macht etwas Großes draus. Ja. Wo man eigentlich gar nicht weiß, weil das nicht logisch ist, aber das sind halt Informationen, die wohnen in dir und die haben so ihr eigenes Leben sozusagen. Ihre eigene Interpretation, die aber von anderen quasi, die du von anderen übernommen hast, ohne es zu wissen, sozusagen. Wenn man das so sagen kann. Und auf diese Art und Weise fängt man sich das irgendwie ein, wenn man das sagen kann. Ich weiß nicht, ob ich einfangen gesagt habe, aber man nährt das dann halt. Genau. Und das Nähren, das habe ich ja auch richtig ausgekostet. Ne? Also. Ja, das habe ich, das konnte ich gut. Mhm. So, also wir wollen sicher in 5 Minuten zu Ende kommen, aber soll jeder noch die Möglichkeit haben, eine Frage zu stellen an die Nadine? Wenn dann noch was kommt. Mhm. Also wenn ihr das jetzt auch die das jetzt in der Aufzeichnung vielleicht noch anschauen, die Nadine hat sich bereit erklärt, dass ihr sie kontaktieren dürft. Genau. Sag du mal, wie am besten? Ja, also entweder über, ich bin ja auch in der Gruppe mit drin, also über Facebook sonst, oder wer möchte, ich weiß ja nicht, wenn das ein bisschen mehr ist, was man hat, ist natürlich E-Mail schreiben immer ein bisschen netter. Ich schreibe mal deine E-Mail-Adresse im Chat hier. Sag mal sie. Genau. Nadine, aber ohne E am Ende. Hab geschrieben, Punkt. Punkt, Dene. D-E-H-N-E. Genau, @web. Web.de, ja? Genau. Also habe ich hier im Chat geschrieben. Ja, sehr schön. Ja. Nadine ohne e.dene@web.de. Ja. Das finde ich mega, mega lieb, weil es ist so, so hilfreich. Wir haben halt heute spät angefangen. Wir haben trotzdem 13 Nachteulen hier. Und ich denke, damit ist vielen geholfen worden. Oder was sagt ihr? Wollt ihr euch mal bedanken bei der Nadine ein bisschen? Ja. Könnt ihr schreiben? Ja, die Julia schreibt, war sehr hilfreich. Ja, danke. Auch gerade. Sehr schön. Ich finde, es ist so, so wertvoll und bin dir mega, mega dankbar, dass du dich da überhaupt nicht scheust, das alles so offen und ehrlich zu sagen, weil nur so kann Hilfe entstehen. Ja, die Jennifer, vielen lieben Dank. Petra, danke schön. Also siehst du, es hat sich auf jeden Fall gelohnt und ich denke, wenn es haben sich nämlich noch viel, viel mehr eingemeldet, um dieses, ja, die Sandra auch, lieben Dank, um die Aufzeichnung zu bekommen und ich denke, da gibt es dann auch noch Feedback und das ist mega, mega cool. Also vielen, vielen Dank, Nadine, also von ganzem Herzen. Gerne. Nochmal lieben Dank von der Corinna. Ja. Also, es wurde geschätzt und dann denke ich, wir gehen jetzt mal in unseren schönen Abend, Nadine. Ja,
schicke dir ein herzliches Küsschen. Vielen Dank. Wir haben keinen neuen Termin, wie schade. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ja, auf alle Fälle. Tschüss, okay. Alle zusammen. Bye.